eine wahre Geschichte, die sich zugetragen hat, leider in unseren Ländern. So kam einmal ein Lehrer und er wollte den Schülern beweisen, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht existiert. Und so sagte er zu den Schülern, seht ihr diese Tafel hier? Sie sagten ja. Er sagte, seht ihr die Kreide, mit der ich schreibe? Sie sagten ja. Er sagte, seht ihr mich? Sie sagten ja. Er sagte, seht ihr den Klassenraum? Sie sagten ja. Er sagte, und seht ihr Allah? Sie sagten nein. Er sagt, seht ihr, dann existiert er nicht. Dann hat ein Junge sich gemeldet im Klassenzimmer, einer, den Allah subhanahu wa ta'ala Rechtleitung gegeben hat, obwohl er noch sehr jung war. Und er sagte zu dem Lehrer, erlaubst du mir, dass ich etwas dazu sage? Er sagte, bitteschön. Er sagte, der Junge, aber ich möchte gerne neben dir kommen. Dann sagte er, bitteschön, du darfst neben mir stehen. Dann sagte dieser Schüler, seht ihr die Tafel wie der Lehrer? Sie sagten ja. Dann sagte er, seht ihr die Kreide? Sie sagten ja. Seht ihr das Klassenzimmer? Sie sagten ja. Sie sagten, seht ihr seinen Verstand? Sie sagten nein. Er sagt, richtig, er hat auch keinen Verstand. Und so haben wir Leute in der heutigen Zeit, liebe Geschwister, so haben wir Leute in der heutigen Zeit, sie sagen dir, ich glaube nur an das, was ich sehe. Dann fragen wir sie, hast du eine Seele? Wird er dir jetzt das bestätigen? Natürlich hat er eine Seele. Aber er sieht seine Seele nicht. Aber wird er dir hier sagen, ich glaube nicht an die Seele? Wenn er das tut, dann ist er ein Verrückter. Und insofern ist ihre Theorie widerlegt. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist der Allmächtige, liebe Geschwister. يا ذاكر الأصحاب كن متأدباً